So Leute, letzte Woche am Wochenende war Pre-Release-Wochenende. Das hat nur keiner mitbekommen. Aber Commander-Legenden sind draußen. Ich habe die jetzt bisher nur auf Deutsch bekommen können, weil die meisten Läden die nur auf Deutsch bekommen haben. Aber Commander-Legenden direkt reinstarten. Ich habe so Bock. Das sind auf jeden Fall 20 Karten. Das sind mehr Karten. Das finde ich schon mal ganz witzig. Und ja, ich probiere das jetzt mal mit dem Einzoomen so ein bisschen. Ich finde es halt nicht schön, aber ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr es besser findet oder nicht. Ich werde wahrscheinlich trotzdem meinen Standard beibehalten und ein bisschen weiter rauszoomen, weil ich finde das, ich find das sehr unangenehm, dass meine Hände so groß da drauf sind. Es tut mir leid. Bitte hört auf, den Videos Daumen runter zu geben. Spaß beiseite. Wir fangen an mit Ruf des Hauptmanns. 4 Mana-Hexerei. Man erzeugt 3 weiße 1/1 Soldatenkreaturenspielsteine. Strategische Planung. Das ist ein Reprint, oder? Ja, das ist ein Reprint. 2 Mana-Hexerei. Wir schauen uns die obersten 3 Karten der Bibliothek an. Wir nehmen einen davon auf die Hand und legen den Rest in den Friedhof. Dann haben wir noch einen Reprint. Gießerei Inspektor. 3 Mana, 3/2. Artefaktzauber kosten 1 Mana weniger. Dann haben wir Goblin Pioneer. Oh Gott. 2 Mana, 2/1 mit bedrohlich. Natürliche Renaturierung. Okay. 5 Mana Kaskade mit Kaskade deckt man die obersten Karten seines Decks auf, bis man eine Karte hat, die in dem Fall 4 Mana oder weniger kostet und castet die. Und dann zerstört man Artefakte oder Verzauberungen unserer Wahl. Funkenernte. 1 Mana, opfere eine Kreatur oder bezahle 4 Mana als zusätzliche Kosten, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker. Bad. Azurflottenadmiralin. 4 Mana, 3/3. Wenn sie ins Spiel kommt, wird man Monarch. Gott, Monarch. Und kann Kreaturen. Was? Kann von Kreaturen, die der Monarch kontrolliert, nicht geblockt werden. Ah, damit kann man sich den Monarch wiederholen. Wie geil. Amorphax, 2 Mana Ausrüstung, gibt plus 3, plus 0 und alle Kreaturentypen. Stimmt cool in irgendwelchen Kreaturentyp-Decks. Prismatisches Whisper. Mister wäre schön. Prophetisches Prisma. Gott. 2 Mana Artefakt. Immer wenn das ins Spiel kommt, zieht man eine Karte. Und für 1 Mana Tappen erzeugt man Mana beliebiger Farbe. Ausschweifende Zelebranten. 5 Mana, 5/3. Wenn der ins Spiel kommt, kann man ein Artefakt unserer Wahl zerstören. Augenwehkeuler. 5 Mana, 3/3. Immer wenn die sterben, erzeuge 3/1/1 grüne Elfenkrieger und mill 3 Karten. Oh, was? Befehlsturm. Nice, wie cool. Okay, ich habe einen neuen Befehlsturm. Ja, erzeugt Mana beliebiger Farbe von Farbidentität unseres Kommandeurs. Leichen aufwühlen. 2 Mana, man mille 3 Karten. Dann nehme man eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof und bringe sie zurück auf die Hand. Ich finde das mit dem Millen immer noch so schlimm. Sichterwurm. 7 Mana, 7/7 Trampel. Wenn er ins Spiel kommt, wendet er sich 3 an und decke dann die oberste Karte in der Bibliothek auf. Man hält Lebenspunkte in Höhe der umgewandten Mana-Kosten. Geiles Teil. Geiles Teil. Okay. Kengens Leutnant. 3 Mana, 1/1 fliegen. Immer wenn der angreift, erhalten angreifende fliegende Kreaturen plus 1 plus 0 mit Zugabe. Was? Was ist denn Zugabe? 6 Mana. Man schickt das Ding für 6 Mana aus dem Friedhof ins Exil und erzeugt für jeden Gegner eine Spielsteinkopie, die diesen Spieler angreift. Die Spielsteine haben Eile und werden am Endesegment geopfert. Und das kann man nur wieder in der Hexerei aktivieren. Wow, das ist ziemlich strong. Wenn er 4, 5. Wow, wenn man 4, 5 von denen hat, also Gegnern, dann. Zugabe ist mächtig. Geschuppter Behemoth auf 6 Mana, 6, 7 mit Fluchsicher. Das hätten wir früher dafür getötet, so eine Karte zu haben. Dann haben wir. Oh, den brauchte ich sogar noch. Kommando Signaltower. Tappen für ein farbloses oder tappen opfern. Man bringt den Kommandeur aus der Kommandozone auf seine Hand zurück. Geiles Teil. Und, was bist du denn? Amaret, die Schimmernde. 6 Mana 6/6 fliegend. Immer wenn eine andere bleibende Karte unter eurem Kontrolle ins Spiel kommt, schau die obersten Karten der Bibliothek an. Falls sie mit der bleibenden Karte, ach, mit der obersten Karte in der Bibliothek kann man anschauen. Und wenn es denselben Kreaturen-Kartentyp hat, Kartentyp, kann man sie vorzeigen auf die Hand nehmen. Verzauberungsdeck, ich sag's euch, Leute. Und wir haben ein Reyaf
Der Meisterschmied, 202-2, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und die verzaubert ist, ausgerüstet ist, angreift, erhält sie Doppelschlagfinanzierungs. Was ein verwirrender Begriff. Und unsere Foil ist Malfeldzwillinge, 6-Mana-4-4. Wenn die sterben, kriegt man 2-2 Zombies und ein Monarch-Token. Zu Beginn deines Versorgungsmens zieht man eine Karte. Mittlerweile kann man eben auch den Monarch-Token in Deutsch haben. Gut. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt trotz meiner Verhaspler und trotzdem, dass ich die Namen falsch ausspreche und so weiter, Spaß dran gehabt. Ich habe mich mal dazu abgelassen, die Sachen zu vergrößern. Ich finde es nicht schön. Aber, naja, vielleicht gefällt es mir in der Post-Production, aber ich glaube, ich werde einfach bei dem Alten beibehalten. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.